Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Lich unterwegs. Und zwar wollen wir heute unseren Void-Elfen mal wieder so ein bisschen weiterspielen. Und zwar kommen wir jetzt aufs Finale hin. Ich bin nämlich mittlerweile Stufe 109 und zwar, ich glaube, das letzte Mal hatte ich mit Stufe 105 beendet. Hatte aber gesagt, immer wenn eine Invasion ist, also sprich das hier mit dem Strudel, dann mache ich das so nebenbei mit und es kommt dann quasi nicht in das Leveling-Ding rein, weil ich denke mal, Invasionen, das kennt ihr alle zu Genüge, wenn ihr euch schon mal ein Char von 100 auf 110 hochgespielt habt. Genau, jetzt sind wir kurz vorm Hitten, also ich, ja gut, was habe ich, ein Drittel Level. Ich möchte aber quasi nicht die, gut, ich könnte die Invasionen auch kurz spielen, zwei, drei Dinger, dann bin ich auch 110, aber ich muss ja eh noch meine Class-Quest machen und das wollte ich jetzt angehen. Und ich hatte als letztes hier in der Ordenshalle eine Quest bekommen, dass ich quasi einmal nach Val'Sharrar runtertingeln muss. Die Quest habe ich übrigens bekommen nach der Mission, die ich am Schluss gemacht habe. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt, beziehungsweise geben das jetzt mal ab hier. Und dann kriegen wir ein paar Folgequests. Und ich muss mal gucken, ich habe hier, glaube ich, auch einen Postkasten. Ich habe mir nämlich einiges Zeug, seht ihr mal, einiges Zeug zugeschickt. Jetzt tun wir als erstes mal die Taschen hier rausnehmen. Und zwar, wenn ihr jetzt gleich Stufe 100 hittet, dann müsste ich so ein Achievement oder irgendwas kriegen, dass ich quasi den Char einmal hochgebastelt habe, ohne Boost und sowas und dieses Transmog bekomme. Aber da ich den dann noch ein bisschen weiterspielen möchte, das werde ich aber, werde ich nachher nochmal was zu sagen, habe ich mir auch ein paar so Gear-Tokens geschickt. Jetzt schauen wir mal, ob er die alle rausnimmt. Und zwar ist es dieses 880er Gear, wo ich quasi mir direkt Sachen basteln kann. Und jetzt schauen wir mal, das müssten einige Geschichten sein. Bis auf den Umhang müsste ich, glaube ich, alles, ich habe auch Trinkets, Ringe, Relikte, einen Hals, bloß blöderweise kein Trinket. So, jetzt würde ich sagen, legen wir mal los und fliegen da mal rein, melden uns einfach mal dreisterweise bei der Worldquest-Gruppe an, machen aber nicht die Worldquest, sondern ich mache jetzt hier mal eine ganz normale Quest, die ich hier machen muss. Und zwar muss ich in das Haus rein und in dem Haus eine Falle legen, oder? Ja. Hier muss ich eine Falle placen und quasi warten, bis so ein Dude kommt. Warte, was ist das hier? Achso, das gehört zu der Dings. Ah ja, das gehört zu der richtigen Quest. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich in der Worldquest-Gruppe... Ah, doch, der Typ kommt, der müsste jetzt in die Falle reinlaufen. Ja, siehste, ist er einmal in die Falle reingetappt. Ich bin am überlegen, ob es nicht fast sinniger gewesen wäre, einfach den Char jetzt schnell auf 110 zu basteln und das ganze Gear zu holen und dann diese Quest hier leichter hochzuspielen, okay? Weil dann kann ich ja, wisst ihr, dann kann ich dieses ganze Gear anlegen und dann geht es doch ein bisschen... What the fuck, der haut mich ja fast kaputt. Weil was ich jetzt an Gear anhab, ist halt... Ich habe 729er Item-Level, ist halt nicht ganz so geil, ne? Also, das geht auf jeden Fall besser. So, was muss ich denn noch machen für die Quest? Ich muss Hunde töten, okay. Jetzt weiß ich nicht, wenn die Invasion ist, ob die Hunde dann überhaupt da sind. Warte mal, doch, da ist so ein Hund da, okay. Ja, ja, die Hunde sind da, das passt. Weil das, what the fuck? Hör mal, die hauen mich ganz schön kaputt, die Mobs hier. Oh, kacke, ich muss den slowen. Und den Dings habe ich jetzt auch verkackt. Oh, shit. Ah, ich kann mich ja heilen. Ja, easy. Easy, ich kann mich ja heilen. Okay, also anscheinend muss ich auch ein paar Sachen... Und was muss ich jetzt hier machen? Ach so, das ist die Artefaktwaffe, okay. Die nächste muss ich dann halt quasi auswählen. Ja, gut, das brauche ich nicht. Aber für die World Quest musst du keine Hunde töten, oder? So wie ich das sehe. Also mal gucken, auf was für ein Item-Level ich nachher komme, wenn ich alles einsetze, sobald ich 110 werde. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen was. Gut, ich habe dann halt keinen Umhang, ne? Da müssen wir dann halt mal gucken, inwieweit ich mir vielleicht über eine Worldquest oder irgendwo einen hole und vor allem, wie die Relikte procken. Weil es kann halt sein, dass ich das Ding einsetze und drei verschiedene Relikte kriege und damit auch gleich drei auf 880 oder möglicherweise auch höher habe. Oder... Es passiert der Worst Case, ich setze die Dinger ein und krieg dreimal dasselbe Relikt, ne? Und hab dann quasi zwei Reliktslots immer noch unbesetzt und das wäre halt eher ärgerlich. Jetzt weiß ich nicht, hier sind irgendwie kaum Hunde, ne? Das ist jetzt halt blöd, weil hier jetzt die Invasion ist. Jetzt kann ich meine Quest nicht so richtig machen. Obwohl da am Rand, da sind noch ein paar Hunde. So, brauchen wir noch vier. Was das für einen Hintergrund hat, warum ich die Class-Quest fertig machen will. Erstmal, dass ich sie fertig habe und zum anderen will ich halt auch dementsprechend den wieder so ein bisschen abusen, um über die Ordenshalle Gold zu scheffeln oder halt auch die Ruf-Tokens, also beides am besten, um dann wiederum die Mounts zu kriegen, ne, kennt ihr das Spielchen.
Und klar, wenn man sich dann in Chao spielt, dann natürlich auch die Ordenshalle mitnehmen. Das macht ja nur Sinn. So, jetzt brauche ich aber trotzdem hier noch ein paar Dogs. Was, ob wir uns durch M plus... Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht heute auf dem Zettel. Ich will heute eher die Class-Quest-Reihe einmal durchballern. Und dann als nächstes halt Argus Mythic Plus mit einem Twink, weiß ich nicht, hat jetzt nicht den Mehrwert, was ich jetzt hier vorhab mit dem Char, ne? Also klar, die erste Prio ist, war halt, oh, schau mal, wie die mich runterhauen, ne? Weil ich halt so ein Drecksgear anhab. Es ist halt unglaublich. Schau mal, das ist halt 400er Item-Level. Ich weiß nicht, aus was für einem Add-on das ist, aber das müsste, glaube ich, aus Cutter noch sein, das Item, ne? Und ich bin jetzt gleich 110 und habe also ein richtiges Rotzzeug an. Ich glaube, ich komme schneller vom Fleck, wenn ich kurz die Invasion spiele, 110 hitte und meine Items anziehe, als dass ich hier versuche, die Hunter-Quest-Reihe alleine zu machen. Und, okay, der ist gerade despawned, okay. Oh shit. Okay, das haben wir schon mal fertig. Aber ich brauche noch einen Dorfbewohner hier, den ich da überzeugen muss. Gehen wir nochmal in eine Gruppe rein, schauen wir mal. Das bringt nämlich ultimativ viele EP, ne, diese Invasion. Gut, stimmt, das kann ich auch machen. Vielleicht kann ich auch selber ziehen. Wobei, mein Main-Char ist auf demselben Account, deswegen kann ich mich da leider nicht selber ziehen. Ich habe ja einen zweiten WoW-Account, kann ich mir einfach switchen. Gut, ich könnte mich auch mit dem Char ziehen, der hat 935, ne. Würde auch gehen, aber warum? Also, das hat jetzt nicht so den Mehrwert. So, jetzt muss ich noch so Dorfbewohner retten hier. Weiß gar nicht, muss ich die einfach hier? Wie muss ich die? Muss ich wahrscheinlich freigelassen. Wie muss ich? Ah, okay, der andere Dude hat das für mich gemacht. Wunderbar. Passt. So, jetzt geben wir das mal ab und müssen mal schauen, was wir als nächstes tun müssen. Wahrscheinlich müssen wir einfach wieder in die Ordenshalle zurück, nehme ich mal an. Hat beide abgegeben? Okay. So, jetzt kriegen wir da die nächste. Hä? Hier ist gar kein Dude. Ach, da kommt so ein Vogel, okay. Ja, ich muss zurück in die Volltrefferhütte. Jetzt machen wir das. Warte mal, wir tun jetzt mal ganz kurz hier den Flugpunkt annehmen, weil beim Herfliegen hatte ich schon die Problematik, dass ich keinen Flugpunkt hatte und das war ein bisschen nervig. Jetzt machen wir einfach hier zwei World Quests. Das müsste ja reichen, dass ich Level Up bin. Dann setze ich meinen ganzen Shit ein und dann levels oder dann questet sich wahrscheinlich diese Questreihe wesentlich einfacher. Nehme ich einfach mal an. So, den Shit wollen wir nicht machen. Das Bonusziel, das brauchen wir nicht. Obwohl das 200 Ordensressourcen auch schon mal nicht schlecht ist. Machen wir einfach die beiden, oder? Das müsste doch reichen. Wie viel brauchen wir noch? Ja, gut 300. Nicht mal ganz 300.000. So, hier müssen wir jetzt gucken, dass wir den Boss kriegen. Der ist nämlich irgendwie nie da. Ich kenne diese Kack-World-Quest mittlerweile in- und auswendig. Und der Dings... Ah, ich sollte da, glaube ich... Oh, warte mal, da ist er. Habe ich ihn jetzt gekriegt? Oh, ich sollte da gar nicht reinballern in alles. Weil die Wichtel, die verklopfen mich. Und zwar richtig. Aber wir ballern jetzt trotzdem in alles rein. Nee, hä? Doch, den Typen haben wir gekriegt, okay. Die kleinen Viecher bringen leider keine EP. Warte mal, an der hättest du doch bestimmt übelst diese Dings farmen können. Weißt du, diese So, okay, warte mal. Diese Relikte, weißt du, die es beim Liebes-Event gab, da hättest du doch richtig krass farmen können, oder? Wenn sie halt auch droppen, wobei ich glaube, die bringen keine EP, dann bringt's, glaube ich, auch nix. Schauen wir mal, ob ich jetzt durch die eine hier schon auf 110 hitte oder ob ich dann noch eine brauche, noch eine World Quest. Muss ich in Dalaran mir auch die Pfeife holen und das ganze Zeug, ne? Das ist ein bisschen nervig. So, warte mal, bringt das auch was, wenn ich das Zeug hier pflücke? Am besten will ich die Mobs nicht angreifen. Weil schau mal, die Mobs hier haben doppelt so viel Life wie ich. Die sind halt schon auf 110 skaliert. Und ich habe halt nicht mal eine Mille Life, ne? Mit 109, ne? Weil ich halt so ein Drecksgear anhab. Das ist halt, oh shit, schau mal, der geht auch übelst down. Komm, schießen wir da einfach mal mit drauf, helfen wir dem mal. Wir sind mal so frei. Oh, jetzt kommen die alle zu mir. Oh shit, schau mal, wie ich aufs Maul krieg. Hier, ich zünd meine Heilung. Aber der Typ hält mich ja auch noch schon mal. Ich hab schon einen Schutzgeist drauf. Ich muss totstellen. Einmal totstellen. Jetzt geht er wieder auf den anderen. Oh, das ist halt genauso ein Krüppel wie ich, ne, mit Gear. Wir müssen halt echt die Mobs hier wegprogressen. Okay.
Ja, am besten wäre eigentlich, wenn ich einfach nur leechen würde. Also kriege ich einfach nur auf den Sack. Anderes. Okay, das mit dem Pfeil habe ich auch noch nicht so raus. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob das Ding hier was bringt. Nee, da kriegst du einfach nur. Oh, obwohl, Tempo ist natürlich auch nicht schlecht, ne? 15%. Das deckt sogar hoch. Warte mal. Ja, gut, das kannst du mitnehmen, ne? Hast du halt dann, weiß ich nicht, ich denke mal, es deckt fünfmal. Das ist bei den meisten Sachen so. Und dann 25% mehr Tempo hast, ist fast ein HT durchgehendes. Gut, halt für 2 Minuten, ne? Ja, machen wir das mal. Ja, vier? Ich glaube, es deckt bis fünfmal. Das ist bei den Buffs meistens so. Ich glaube, die Dicken greifen lieber nicht an, weil die zerrupfen mich ordentlich. Mabito, hey, grüß dich. Grüße dich. Komm, holen wir nochmal eins. Nee, es geht sogar nur bis vier, ne? Okay, hatte mich verschätzt. Kommt der andere Dude auch noch? Ah, komm, den tank ich einfach weg. Easy. Den tank ich. Okay, also irgendwie taugt die Gruppe hier nicht sonderlich viel. Ah, nice, Level up. Level up. So, jetzt gehen wir nach Dalaran, holen uns mal einmal die Pfeife und dann können wir eh über die Order Hall relativ schnell zurück. Nice, sind wir einmal mal 110 gehittet. So, Dollar. Oh shit, kriege ich jetzt noch auf einen Haufen Quests. More Souls ist freigeschalten. Rabenwehr ist freigeschalten. Jetzt geht da was ab. Doch, doch, ich fasse es an. Erstmal hier alle Quests abgeben. Ja, ist ja gut, Aleria, ja, ist ja gut. Wir haben noch keine Zeit hier. So, jetzt haben wir einmal die Pfeife. Hier ziehen wir das mal raus. Und ich kann meinen ganzen Shit einsetzen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Ordenshalle zurück. Jo, danke dir. Jetzt müsste ich aber doch eigentlich auch das Dings gekriegt haben, oder? Habe ich jetzt auch dieses Transmog-Gear gekriegt? Eigentlich müsste ich da jetzt irgendwie. Also ich bin jetzt 110 gehittet an der Handvoll Missionen. Jetzt müsste ich doch eigentlich auch dieses komische Transmog-Zeug kriegen, oder nicht? Gab es da nicht eine Heldentat oder irgendwie sowas Geiles für? Vorlagen? Wo sehe ich das, dass ich das jetzt gekriegt habe? Kennt sich. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier in unsere Ordenshalle. Ich habe eine Quest für. Ah, okay. Das muss ich jetzt gleich mal gucken. Danke dir für den Tipp. Muss ich gleich mal schauen. Weil nicht, dass das jetzt nicht gezählt hat bei mir. Das wäre nämlich arg. Hier, leeren Elfen. Ah, trefft euch. Okay. Ach so, das war das Gelaber von ihr. Ah, okay. Oh shit, jetzt habe ich hier einen Haufen Quests. Okay, jetzt muss ich da überall hinmoven. So, okay. Zu ihr einmal. Was haben wir denn? Und da drin ist auch noch eine Quest hier. Hier, was willst du von mir? Ach, der gibt mir einfach einen Kopf. Ja, den nehmen wir doch mit. Den nehmen wir doch mit, aber den will ich hier nicht lang tragen. So, okay. Ich glaube, zu Rexha können wir uns eigentlich gleich stellen und diesen Shit machen. Oder komm, das machen wir hier. Machen wir hier. So. Also, wir haben jetzt ein Item-Level von 737. Jetzt setzen wir mal den ganzen Shit hier ein. Das wird jetzt ein bisschen, wird sich ein bisschen wahrscheinlich ziehen. Oh, 885. Schauen wir mal. 880, das lohnt sich nicht. Mal schauen, wie weit ich hochroll. Also, ich denke schon, dass ich über 880 kommen werde. Gut, Stats ist jetzt so eine Frage. Ich weiß gar nicht, was hier so ein Marksman an Stats braucht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er aber der krasseste Marksman-Experte hier. Und sagt mir, Marksman braucht Mastery und keine Ahnung was. Mastery und Crit oder Tempo oder keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir gleich schon 800er Item-Level. Vielleicht rollt ja noch eine von den Hosen krass hoch. Ah, seht ihr hier. Oh, 905. Ja, man muss nur ein bisschen, ne? Nur ein bisschen bitten, ne? Nö, ich streame eigentlich 1080p. Also du müsstest eigentlich bei YouTube das umstellen können.
Was, Mastery Crit ist, ist es tatsächlich der richtige, sind die richtigen Stats, oder? Okay, ja, nicht schlecht. Ja gut, im Endeffekt geht's hier erstmal inner Item Level, ne? Das sowieso. Na shit, aber wenn jetzt gleiches Ding ist, na gut, das ist Crit-Dings hier. Was ist denn das, was höherwertig ist? Ist Mastery höher oder ist Crit höher? Von der Wertigkeit her. Da ist Vermeidung drauf. Komm, nehmen wir das doch mit Vermeidung. Vermeidung ist voll echt ein ganz guter Stat, muss ich sagen. So, jetzt habe ich schon irgendeinen Teil an, was hier ein bisschen höher ist. Das ist ein anderes. Ihr seht, ich habe teilweise, glaub Crit und Tempo, okay? Da sagen mir Leute verschiedene Sachen. Ja gut, im Endeffekt ist es scheißegal, das ist ein Gammeltwing. Auch wenn der keine optimalen Items an hat. Es geht jetzt erstmal nur ums Item-Level, ne? Und danach kann man immer noch gucken. Da kann man immer noch gucken. Oh, 8,95. Nice, vielleicht kriege ich ja noch einen besseren. Einen Ring, ach genau, einen Ringslot habe ich noch. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh, hier mit Lifesteal sogar. Nice. Sind wir schon bei 8,75. Okay. Umhang dann quasi noch. Ah ne, Umhang habe ich ja leider keinen. Stimmt, da war ja was. Da war ja leider was. Ne, die ist sogar nicht mal besser, die Taille. Schade aber auch. So, den Hals noch. Macht 60. Jetzt kommt es dann auf die Relikte an, ob ich da krasse krieg. So, ich brauche jetzt halt drei Relikte, die unterschiedlich sind, ne? Was habe ich denn da? Lebendig? Warte mal, sockeln wir sie gleich mal rein. Vielleicht hat das irgendeine Auswirkung. Also zwei Unterschiede. Ich brauche jetzt ein Blutrelikt. Drückt mir mal die Daumen. Blutrelikt. Bitte keins, was ich schon hab. Ach, fick dich. Nochmal das gleiche gekriegt. Scheiße. Jetzt habe ich halt ein Slot zu wenig. Jetzt bin ich auf 8,75 quasi. Umhang habe ich quasi in den Loan und Blutrelikt brauche ich halt noch. Gut, okay. Muss ich mal gucken, dann könnte ich auch irgendeine World Quest quasi machen, wo ein Dings ist. Habe ich da eine offen? Was haben wir hier? Ne, Umhang haben wir gar keinen. Aber tun wir erstmal hier die Dudes. Wir müssen ja erstmal für die Ordenshalle quasi das Ding weitermachen. Okay, jetzt, ja, schau, ich wusste es halt schon vorher, Marc, weißt du? Ich wusste es halt schon vorher. Okay, auf geht's. Achso, hier, das war mit dem, ja, die Quest habe ich schon mal mit einem anderen Hunter gemacht. Musste Holz holen. Die ist aber eigentlich relativ cool gemacht. Jetzt müsste ich auch ein bisschen mehr Damage machen. Ja, da one-shotte ich die Sau einfach, ne? Da one-shotte ich die Sau halt einfach, die eine Mille-Life hat. Gut, ist mit 110 keine Kunst, ne? Aber wenn es halt vergleichst mit davor, wo ich halt irgendwie 100k gemacht habe, das mache ich halt da irgendwie eine Mille mit. Klar, es sind aber auch 200 Item-Level, ne, die ich mehr habe. So, warte mal, das war hier das mit der Nacht überleben, ne? Da musstest du hier ein bisschen Holz sammeln und so Viecher umhauen. Ja, stimmt, Legendary muss ich auch noch holen. Stimmt, Legendary brauche ich auch noch. Hier brauchst du dann das ganze Fleischzeugel und dann... Oder komm, pullen wir uns halt einfach mal ein bisschen was zusammen hier. Ja, hier ordentlich reinwemsen. So, den hauen wir noch zu Brei. Jetzt haben wir ja eigentlich genug Fleisch. Ja, easy, das reicht, müsste locker reichen. Du musst halt die 3 Minuten Nacht überleben. Eigentlich hätte ich da auch die Sachen aufmachen können. Das wäre vielleicht sinnvoller. So, jetzt müssen wir erstmal hier einmal draufdrücken. Und dann hauen wir aber das Fleisch rein. Dann müsste der Balken... Ach nee, warte mal, hä? Ach, das musst du dann nochmal essen, oder? Das Fleisch? Ah ja, genau. Okay, also das Fleisch kann ich alles schon mal zubereiten. Dann können wir den ganzen Shit schon mal verkaufen. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Also die Taschen können wir schon mal weghauen.
Und jetzt muss ich mal gucken. Ein Item habe ich noch an, was mir 0,81 Item-Level mehr bringt. Also wenn das jetzt gleich weggeht, dann weiß ich, dass ich das Item verkauft habe. Ah, jetzt habe ich es gerade verkauft anscheinend. Rückkauf. Da muss es jetzt drin sein. Eins muss hochgerollt sein. Ah, das hier ist es. Warte mal, jetzt müsste ich das Item... Ja, seht ihr, das war das Item. Alter, warte mal, ich muss noch mal was essen. Sonst ist die Nacht vorbei. Und ich habe die Quest nicht geschafft, ne? Da musst du mal ein bisschen gucken. Gut, das Relikt, das ist... Ich habe wirklich komplett gleiche gekriegt, ne? Das bringt halt gar nichts. Haben wir das alles weg. Pfeife, das brauchen wir auch nicht mehr. Weg damit. Weg damit. Das ist Tidy Plates, da siehst du die Namensplates so. Was, Ehrentalente sind verfügbar? Ja, ich mach gleich die Ehrentalente. Eins nach dem anderen. Alter Mann, ist kein D-Zug hier. So, das kann auch weg. Auch weg. Auch weg. So. Hauen wir uns nochmal ein Fleisch rein. Warte mal, komm, den einen Ring hier, vielleicht rollt er ja auf 1000 Item-Level hoch oder so. Ah, eher nicht. Den können wir auch verticken. Gut, und die brauche ich später für meine Anhänger. Dann kann ich die Anhänger schon mal auf 880 hochpushen, ne? Also, ihr seht schon, ich habe schon gut vorgesorgt für alles. Ah, schau, die Nacht in der Wildnis haben wir auch überlebt. Quest abgeben, dann kriegen wir Thrall einmal als Anhänger. Seht ihr... Gut, und jetzt müssen wir hier dem Dude im Sturmheim müssen wir einmal helfen gehen. Das machen wir jetzt erstmal als nächstes. Nee, nicht Tinny, sondern Tidy Plates. Hab ich Thrall gesagt? Ja, ich meine Rexar. Ich meine Rexar, sorry. Hab mich verquatscht. Ich bin auch schon ein bisschen zu lange auf heute, weißt du? Das ist schon spät in der Nacht, da kann man das mal durcheinander bringen. Ich hätte jetzt gesagt, irgend so ein Ork, aber Thrall ist ja bloß ein Halb-Ork. Ich glaube, der ist Halb-Ork, Halb-Oger, ne? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also, er ist so eine Mischvolk. Die haben auch, glaube ich, irgendeinen speziellen Namen, diese Mischung. Warte mal, steht das vielleicht dran bei dem? Mhm. Er steht nicht dran. Aber er ist so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. So, jetzt gucken wir mal nochmal, ob hier irgendwo noch ein Rücken rumflattert. Hier auch nicht, ne? Das ist halt auch wieder das Falsche, wieder ein Stürmisches. Ich bräuchte halt ein blutiges Relikt, blöd. Also ich kann es noch... Es unten in der Infobox sind meine ganzen Addons einmal verlinkt. Da kannst du mal gucken, wie man es genau schreibt. Das heißt Tidy Plates, das Ganze. So, jetzt fliegen wir einmal hier rüber. Das kann ich mir. Ich musste doch nochmal hier hin irgendwie so Knochen mal sammeln. Also ich glaube, beim Hunter musstest du ziemlich viel rumfliegen, wenn ich mich da recht erinnere. Und einmal musst du so Fisch und so einen Scheiß sammeln, ne? Achso, wir müssen den Spuren folgen, aber... Gut, am besten ist halt, dass es auf der Map eh angezeigt wird, wo ich hin muss. Auch hier. Da musst du den Spuren gar nicht folgen. Wir müssen in die Höhle rein, oder? Ah, seht ihr, hier sind die Blutspritzer. Einmal da rein. Und hier irgendwas umbatschen, oder? Ah, schau mal, da haben wir es, was wir umbatschen müssen. Komm, ich brauche einen Proc. Und dann können wir einen... Okay, oder auch nicht. Ah, der hat ganz schön viel Life. Jetzt wird er auch noch groß und böse, ne? Da musst du aufpassen. Ich mit mir, so. Jetzt einfach wieder zurück, oder wie? Ja gut, okay. Ja, das war's anscheinend schon, was du hier großartig machen musst. Da habe ich nicht hier, genau, da habe ich doch so einen Speedzauber. Ja, ich glaube, der eine, der Patrick, der hat ein bisschen zu viel über den Durst getrunken, weißt du? Der ist nicht mehr so, der ist, glaube ich, nicht mehr so hundertprozentig da. Ist ja nicht wild, dann am Samstagabend, ne, kann man das ja. So, dann einmal wieder zurück. Ich glaube, also wenn es das schon war, dann kann ich wieder... Naja gut, bis da hoch ist jetzt nicht so weit. Aber im Hunter, da musst du immer... Flieg dahin, flieg dorthin.
Dafür musst du, glaube ich, nicht so viele Instanzen laufen. Also ich glaube, bei jedem Char musst du zumindest eine Inni laufen, aber im Druid musst du, glaube ich, 5 Instanzen laufen. Das ist halt echt nervig. Halt, warte mal. Muss ich das Portal? Ja, nee, hier. Muss ich das jetzt hinbringen? Jetzt mag ich irgendwas. Muss ich das Portal gehen? Da muss ich... Ach so, nee, das ist der hier. Zum Glück bin ich nicht das Portal gegangen. Und jetzt? Ah, jetzt muss ich da unten... Ah, okay. Wenn ich jetzt durchs Portal gegangen wäre, hätte ich hier von Dalaran aus wieder herfliegen können. Ich habe keinen Flugpunkt, ne? Deswegen muss ich sowas lieber zweimal gucken, weil das will man nicht unbedingt. So, auch wenn es spät ist. Ah, und jetzt kriegen wir ihn quasi als Anhänger. Okay, ich darf in die Volltrefferhütte zurück. Ah, warte mal, aber jetzt kann ich wirklich durchs Portal gehen, weil dann bin ich ja schneller dran, weil von Dalaran kann ich mich ja instant wieder hinporten. Weil ich wäre jetzt nämlich eigentlich zurückgeflogen, ne, in die Volltrefferhütte. Was ist er hier für einer? Ja gut, nee, das machen wir nicht. Irgendwelche Quests annehmen, die ich nicht brauche, das fangen wir gar nicht erst an. Das fangen wir gar nicht erst an. Wobei, mir fällt gerade auf, ich bekomme, ja, am Anfang von einem der ersten Quests auf Argos kriegst du ja gleich ein Relikt, ne? Das ist ja eh gut. Also das passt ja eh. Bloß einen Umhang weiß ich halt jetzt noch nicht, wo ich einen herkriegen soll. Gut, ja, es ist halt 800er Item-Level, ne? Zieht halt schon ein bisschen runter zumindest. Wahrscheinlich ist die nächste Quest eh, dass ich einmal das Zeichen. Oh, jetzt muss ich. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Hunter-Quest und danach können wir durchstarten. Eins nach dem anderen. Was in seiner Macht steht? So. Okay, da muss ich jetzt erstmal... Gut, das muss ich auch unter anderem Missionen machen. Was muss ich noch machen? Helfen Verbündeten. Also, ich muss jetzt mit einem Dude sprechen. Ah, das ist der, wo du Hochberglachs, Verbände oder irgendwas bringen musst. Das weiß ich schon. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht hinfliegen. Ich glaube, 100 brauchtest du, ne? Wenn ich mich recht entsinne. So, warte mal. Schicken wir da die Mission mal los. Also, jetzt muss ich mit dem Dude sprechen. Da muss ich das Zeug hinbringen. Missionen. Warte mal, ich brauche eigentlich auch bloß diese Quest machen, die hier unter Hunter fallen. Ach so, das ist sogar eine von denen. Das ist die Artefakt-Ding. Okay, gut. Da muss ich dann gleich mal ins AH gehen und da mal schauen. Habe ich genug Gold? Ja, 19.000, das müsste eigentlich reichen, ne? Eigentlich müsste das reichen. Gut, das haben wir. Ja, ich könnte mir vom Schneider einen Umhang holen, aber ich mache einfach eine Work-Quest, sobald ein Umhang ready ist und gut ist. Jo, kein Problem. Wenn ihr Addons, Fragen zu irgendwelchen Addons habt, fragt einfach. Bin immer bemüht, euch auch weiterzuhelfen. Soweit ich es denn kann. Ich bin ja ein bisschen Namensgimp. So, schau mal, jetzt habe ich durch das eine Artefakt-Power-Token recht viele Punkte. Ja, ich werde morgen wieder ab 19 Uhr streamen. Genau. Morgen ist aber dann Raid, ne? Mythic Raid. Da geht's dann wieder weiter. Kingoroth. Hier Coven, Varimatras Mythic, sowas in die Richtung, ja. Ja, ja. Also die spaßigen Bosse quasi. Vor allem All-Time Favorite Kingoroth. All-Time Favorite. Ah, nein, das kann ich jetzt nicht skillen. Das reicht nicht ganz. Und das ist halt das wichtigste Talent. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Naja, aber jetzt habe ich wesentlich mehr Trades, ne? Das macht halt auch sehr, sehr, sehr viel aus. So, einmal die Erntalente, dass wir auch das Trinket mitgeskillt haben. Und dann habe ich jetzt eigentlich... Ne, meine Anhänger dürften noch nicht so hoch sein, ne? Die sind noch nicht 110.
Warte mal, jetzt gehen wir einmal hoch und was brauche ich? Ich brauche, glaube ich, Hochberglachs brauchst du. Dann sind es, glaube ich, irgendwelche Verbände, was du immer brauchst. Das ist beim Monk nämlich das Gleiche, ne? Und was war das Dritte? Hochberglachs, Verbände und... Tja, das Letzte fällt mir jetzt nicht ein. Ja, der Hochberglachs ist meistens das Teuerste von den Geschichten, ne? Aber da weiß ich halt wenigstens... wie es genau geschrieben wird, weil bei den Verbänden weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie die jetzt genau heißen, ne? Das Dritte fällt mir jetzt ums Verrecken nicht ein. War das irgendein Erz, das du kaufen musstest? Wenn es einer von euch auswendig weiß, könnt ihr mir das gerne mal unten reinposten. Irgendeine Blume war das? Okay. Ja, gut, Kräuter sind meistens noch teurer. Ich glaube, ich kaufe einfach Hochberglachs. Also, bevor ich da jetzt ewig rummache, weißt du? Es wird, glaube ich, das Schnellste dann sein. Ich meine auch, dass es noch irgendwas war, was aber sich nicht gelohnt hat zu kaufen. Hochberglachs. Aber ja, also ich brauche halt 100 Dinger. Ja gut, es wären halt 1000 Gold, ne? Das kam, ja gut, warte mal. Komm, scheiß drauf. Okay, hier sind 200 das Deck. Ich brauche aber nur 100. Komm, das sind knappe 1000 Gold. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich hab heute eine fucking Mille gemacht. Da brauche ich jetzt nicht wegen 1000 Gold rumscheißen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wären die Verbände billiger gewesen, aber bis ich hier rausfinde, wie die heißen, dauert das halt einfach zu lang. Ja, im Moment spiele ich auf Antonidas, genau. Also ich hab Chars auf vielen Servern, aber mit Main und jetzt auch gerade mit dem Char bin ich auf Antonidas, das ist richtig. Also Patrick, ich freue mich ja auch, dass du dich da freust, aber also German Native bist du nicht, ne? Also weil irgendwie, also wenn, dann bist du übelst Hacke oder du bist halt quasi... bist halt quasi anderssprachig als Native quasi und weil die Sätze sind halt immer so abstrus, da muss ich mich echt anstrengen, dass ich check, was du möchtest. Also das ist schon schwierig. Ist schon schwierig, auf jeden Fall. Ja gut, okay, dann fliegen wir da mal rüber und ich hoffe, ich brauchte wirklich den Hochberglachs, dass ich den jetzt nicht umsonst gekauft habe. Dass ich den nicht umsonst einmal hier gekauft habe. Kann ich mir eigentlich noch ein Reittier kaufen? Nee, die habe ich alle. Und ein Pet? Ja, habe ich auch alle. WoW-Marke könnte ich mir kaufen, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich will ja mein Gold für meine schönen Kartenspielereittiere rausballern, ne? Hat das vorhin gesagt? Das habe ich dann überlesen. Wann habe ich das überlesen? Den werden sie haben, den Krieg, ne? Den können sie haben hier. Aber nicht heute. Boah, ich bin aber heute schon echt ein bisschen müde, muss ich gestehen. So, schau mal an hier. Hochberglachs ist schon mal richtig. Ist schon mal gut. Oh nein, muss ich jetzt jedes Mal aus dem Fenster wieder raustappen? Ach, ich hasse es. Ich hasse es. Muss ich jetzt halt 20 Dinger abgeben. Also es wären Verbände gewesen. Ah, und so Rippchen, ne? Aber die sind, glaube ich, auch relativ teuer, die Rippchen. Also da kommst du auf nicht viel billigere Werte. Wartet den Himmel. Anshe. Oh, aber heute mache ich, glaube ich, nicht so ewig lang. Ich merke schon, dass ich ziemlich müde bin. Ich bin heute für meine Verhältnisse, glaube ich, also aufgestanden bin ich nicht um 9, aber um 9 aufgewacht und das am Wochenende, ne? Also, es ist für meine Verhältnisse krass früh, sonst ist halt immer so, ich krümel mich so um 1 Uhr nachmittags aus dem Bett, aber ja, muss halt ein bisschen was kompensieren von unter der Woche. So, das haben wir fertig abgegeben. Jetzt schauen wir mal, ob wir da eine Folgequest kriegen. Ich vermute aber ehrlich gesagt, dass ich die Folgequest erst bekomme, sobald ich
das hier abgeschlossen. Nee, warte. Das hier abgeschlossen habe, also quasi alle drei Quests, ne? Und das sind dann 5 Stunden, also das werden wir heute sicher nicht mehr erleben, dass ich da 5 Missionen durchballer. Ah, stimmt, das Transmog, ja, da sagst du was. Ja, stimmt, das habe ich ja vollkommen vergessen. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Ist gut, dass du sagst, Marc. Das Transmog wollte ich noch holen, ne? Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ja, warte mal, wo gebe ich denn das jetzt ab? Ach, da hinten auf dem Turm. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich das bei der Bude hätte abgeben müssen. Das wäre jetzt bitter gewesen. Ey, warum habe ich denn so viele Quests bei der? Der unsichtbare Pfad heißt euch willkommen. Seid gegrüßt. Passt auf euch auf. Ach so, das ist die, ja, okay. Also jetzt habe ich quasi nur noch die eine Quest, wo man abwarten muss. Ne? So weiter kann ich die Hunter-Quest gerade nicht spielen. Jetzt würde ich sagen, dass ich mir einmal kurz das Ding hole. Warte mal, habe ich da den Ruhestein dran? Nee, goldene Laterne, das bringt mir natürlich gar nichts. Wie komme ich denn jetzt zurück auf dieses Void-Elfen-Ding? Muss ich da nach SW und durch das Portal gehen? Das hätte ich ja eigentlich machen können, wo ich vorhin eh in SW die Sachen gekauft habe, ne? Wäre eigentlich clever gewesen, kommt mir gerade so. Was, Computer sagt nein? zur Botschaft, okay, ja, dann gehen wir da mal. Das dachte ich mir schon, dass da das Portal irgendwo war. Ich hatte da ja am Anfang, weil ich den Ruhestand ewig nicht gesetzt hatte, bin ich ja immer da rausgekommen, ne? Ich müde bin. Sodala. So, einmal zur Botschaft, dann holen wir uns das Ding mal fix. Berglachs, ja, den kann ich jetzt dann eigentlich wieder verticken, ne? Da habe ich ja jetzt quasi genug von abgegeben. Ja, wobei 1000 Gold geht halt, ne? Also, ah, schau mal da ist das Portal. Hat dann eigentlich jedes Volk so eine Art Volks-Dings hier? Also ist ja keine Order Hall, aber sieht hier schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Aber so eine extra Base. Ah, schau mal an, hier habe ich jetzt das Set gekriegt und es gab auch ein Achievement oder eine Heldentat. Hier, seht ihr, es gibt keine Punkte, es ist halt eine Heldentat. Ja, nice. Nimmt man mit, ne? Klar. Jetzt schauen wir uns dieses Transmog mal an. Warte mal, kann ich mir das auch gleich mal hier rein transmocken? Ah, jede Alli-Race hat sowas, okay. So schaue ich gerade aus. Ich habe mit dem zwei Sets. Ja, komm, das transmocken wir jetzt doch einfach mal. Warte mal, haben wir doch noch eine coole Waffe, die dazu passt? Warte mal, was haben wir denn für. Wir brauchen irgendwas Lilanes, was nice dazu aussieht. Ich habe aber nicht sonderlich viele Bögen. Also der Bogen sieht an sich gar. Ist das nicht der von Sylvanas, oder? Oder ich lasse die Artefaktwaffe und schau mal, was. What the fuck, was ist das? Okay. Ja, die Schultern sind echt richtig nice. Schauen wir mal, ob es da irgend so einen geilen lila Bogen gibt. Also der sieht halt auch gut aus, aber der passt halt null. Ich brauche halt eigentlich einen lila, ne? Das sind lila wär nice, wenn es das geben würde. Der fuckt mich ein bisschen ab mit den Dingern hier, ne? Aber was krieg ich denn noch? Ich kann noch Schusswaffen drauf. Das würde auch gehen, aber ein Bogen passt halt besser zu einer Elfin, ne? Als eine Schusswaffe. Und was habe ich denn? Armbrüste. Sowas könnte ich machen, ne? Weißt du, warum habe ich das nicht in Lila? Ich habe es in Blau und in Dings.
Bentadin nehmen, oder das ist halt eher so eine Trainergeschichte. Ja, ihr seht, ich habe halt so gut wie keine Armbrüste, ne? Und Dings habe ich halt auch nicht. Der Umhang ist auch mit in dem Transmog. Also du hast wirklich ein komplettes Set, bis auf halt die Waffe, ne? Das kriegst du halt nicht. Könnt den Bogen nehmen. Warte mal, wie sieht der... Kann ich das hier irgendwie rückgängig machen? Na gut, der Dingsbogen. Naja, komm, ich lass mal den Artefaktbogen drin. Vielleicht kann ich den noch ein bisschen umbasteln. Was, Umhang, Armbrust oder Gewehr? Ja, aber Umhang hat ja nichts mit Waffe zu tun, wo ich... Okay. Gut, okay, dann switchen wir einmal runter. Und gehen wieder zurück. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich noch Dings anfange. Achso, jetzt muss ich da... Ob ich noch auf Argus einmal anfange... Oder ob wir das quasi das nächste Mal machen, dass wir auf Argus einmal durchziehen. Weil, ja gut, eine Viertelstunde haben wir jetzt noch etwa, ne? Ja gut, wir können auf Argus eigentlich mal anfangen. Dann kann ich gleich mal ein Relikt mal holen. Dann lade ich den kleinen Riggs mit ein. Und dann fangen wir gleich mal an, würde ich sagen. Warte, jetzt muss ich einmal in die Dings gehen. Nächste Mal müssen wir dann halt auch die Dinge ein bisschen weitermachen. Die Questreihe. Weil ich muss jetzt halt immer da eine Stunde warten, ne, bis dieses Ding fertig ist. So, wir sprechen jetzt hier einmal mit Khadgar. Und dann können wir nämlich auch alles skippen und können direkt nämlich auf Argus gehen. Das ist vielleicht für die Leute, die sich dann nicht so auskennen. Ich hatte am Anfang mal ein Video gemacht, wo ich behauptet habe, du brauchst ein Item-Level, was halt Käse war, ne? Ich bin da fälschlicherweise von ausgegangen. Aber du musst einfach hier nur diese Quest machen. Und zwar das untere, wir skippen den ganzen Shit und dann musst du halt nochmal hochfliegen, was halt, weiß ich nicht, ein bisschen nervig ist, aber da musst du dieses ganze Szenario und diesen ganzen Scheiß nicht machen. So, das gibst du ab hier. Was haben wir denn eigentlich gerade an Event? Ah, okay, wenn du die Quest nicht machst, dann siehst du gar nicht, was für ein Event ist. Das ist natürlich auch blöd. Auch blöd. Weil da müsste ich mal gucken. Wobei ich letztens bei einem Twink eine Mission gekriegt habe. Das war ein Twink, der erst 110 geworden ist, ne? Und der hatte eine Mission, wo er direkt einen Legendary-Item quasi für... Also ein Follower-Item quasi direkt bei der Mission gekriegt hat. Das habe ich noch nie gesehen. Und das war halt ein Char. Dem waren die Anhänger noch nicht mal auf 900, also der war halt frisch 110 geworden und hatte halt, weiß ich nicht, so richtige Drecksanhänger. Und der hat auf einmal eine Mission drin, wo er direkt das Legendary-Item kriegt. Also nicht aus der Chest, wo es auch immer proggen kann, sondern einfach so als Token. Das weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Und ich habe ja jetzt schon viele Chars, ne, die Ordenshalle hochgebastelt. Also anscheinend gibt es, aber es ist verdammt selten, wie es scheint. Also wirklich richtig verdammt selten. So, und jetzt müssten wir eigentlich... Genau, die Mission müssten wir jetzt kriegen. Jetzt muss ich nach SW. So, und jetzt muss man nämlich einmal die SW-Quest-Reise, also sprich einmal zum Hafen, vom Hafen fahren wir mit einem Bödel rüber zu Exodar und dann von der Exodar aus... Willst du mich denn jetzt ein? So. Eigentlich muss ich mir mal ein anderes Flugmount rausziehen. Ich habe das hier bloß drin, weil ich den Riggs immer mitnehmen musste. Weil der kein Fliegen hat. Ne? Und das war ein bisschen nervig. Den musste ich immer überall mitkutschieren. Jetzt tun wir uns mal irgendein schickeres Mount. Warte mal. Komm, das passt doch zum Void Elfen. Warte mal, ich nehme irgendein cooles. Obwohl, auf Argus kann man eh nicht fliegen. Dann nehmen wir doch gleich das Dings Mount. Nee, heute nicht mehr. Das ist mir jetzt dann. Achso, nee, ich muss ja hinter. Heute nicht mehr. Da bin ich zu müde. Ich mache jetzt auch nicht mehr so lang. Wir fangen jetzt bloß noch hier Dings an. Einmal Argus. Den ersten Tab spielen wir und dann haue ich mich auch ins Bett. Dann haue ich mich auch ins Bettchen. Dunkler Phönix. Stimmt, der passt. Da hast du recht. Da hast du recht. Der würde gehen.
du kriegst ja relativ am Anfang, kriegst du ja hier schon ein Relikt, da kannst du sogar aussuchen, ne? Und dann hole ich mir einfach das Fehlende, das macht halt schon nochmal gut was aus. Dann kann man auch noch ein bisschen die Artefaktwaffe hochskillen. Ja. Wegen dem Umhang muss ich halt eh noch gucken. Den kann ich mir auch über Argonit dann holen, stimmt. Von der Questreihe bekommst du ja auch relativ viel Argonit. Also da kommt gut was rum. Ja, komm hier. Wählen, das haben wir doch schon alles 10-mal durchgekaut hier. So nach dem 10. Char müsste ich so instant auf die Windeka kommen, ne? Einmal hoch mit uns. So. Hab das schon ein paar Mal hier gemacht, den Shit. Jo, Crazy Mama, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Naja, auf geht's. Auf geht's, Video brauchen wir nicht. Mal rucki zucki hier durch. Rumul. Da überlagern sich die ganzen Dialoge, wenn du es zu schnell machst. Die Frontlinie. Riggs, auf geht's, wir gehen an die Frontlinie. Denn der Hiopai. Das ist die Quest, wo du dann quasi das Relikt auswählen kannst. Das ist ganz gut eigentlich. Wir können theoretisch hier einmal reinqueuen. Also wenn einer noch hier alles auch machen muss, ne, kann er natürlich gerne mitmachen. Das steht euch immer gerne offen. Hier haben die Mobs halt nochmal extrem viel mehr Life, ne? Also, das merkst du. Und da macht es sich halt bezahlt, dass du da ein bisschen gierst. Wenn du da mit knapp 800 rangehst, dann kriegst du hier schon ordentlich auf die Fresse. Also, das ist nicht so ganz lustig. Das ist nicht so ganz lustig. Warte mal, den können wir einladen, den Dude. Können wir einmal mitnehmen. Na, das mag er anscheinend nicht. Ha? Also ich sag mal so, das Ganze geht natürlich immer schneller, wenn du dann ein paar Leute in der Gruppe hast. Aber vor allem, es hat ja jeder komplett gleiche Questreihe, ne? Also macht ja immer Sinn, das dann auch in der Gruppe zu machen. Aber es gibt manche so Leute, nö, ich möchte nicht in die Gruppe. Gut, kann dann natürlich dann auch sein, dass du Instanz-Invite oder so, ne? Also dass du halt auf sowas wartest. Aber sonst macht es halt einfach immer nur Sinn, in eine Gruppe mit reinzugehen. Oh kack, jetzt habe ich alles Mögliche geedit. Warte mal, hauen wir hier unseren Explode-Pfeil rein. Ja, siehst du, die Mobs, die leben schon einen Ticken länger hier. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das brauchen wir noch. Wir müssen noch ein paar von den Typen läutern. Und ein so ein Ding müssen wir noch rausholen quasi. Und dann kriegen wir unser letztes Relikt. Und ich denke, man müsste hier auf 880 kommen. Hoffe ich zumindest. Da kommt der Elite-Mob. Nee, den möchte ich nicht adden. Den möchte ich nicht adden. Gibt mir nämlich auf die Nuss, der Typ. Ah, 17 Millionen. Ja, das wird auch ein Ticken zu lang. Oh, kacke. Den adde ich jetzt. Aber ich hab Todstellen. Oder auch nicht. Ich stehe halt quasi neben ihm und adde ihn halt nicht. So, jetzt brauche ich noch einen Mob umhauen und ich brauche... Oh, kacke, nee, den habe ich jetzt geaddet. Ich nehme den da oben mit. Na super, jetzt habe ich den auch noch geaddet. Ich hab's voll drauf. Ich hab's richtig drauf. Kacke, jetzt habe ich auch die Heilung nicht mehr ready, ne? Ja, so macht man das.
Komm, der killt mich doch jetzt nicht, oder? Huhuhu, der wollte schon, ne? Habt ihr das gesehen? Der wollte mich schon umnatzen. Der wollte mich schon umnatzen. So, da la. Jetzt können wir uns unser Relikt endlich holen. Also, welches brauche ich denn? Ich glaube, blutig war das, ne? Genau, blutiges Relikt. Stürmisch, Arkanes, blutiges. Ja, das stimmt schon, das macht schon Sinn. Ja, stimmt, das würde halt hier echt Sinn machen, mit Dings zu spielen. Mit, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ja. Ja, klar, Dings habe ich halt hier, diesen Turtle-Ding. Hä, warum ist denn... Ach, mein Ding, Addon ist jetzt automatisch rausgegangen. Jetzt muss ich Weeks wieder einladen. Das Böse zerstört diese schändliche Maschine, solange wir noch können. Warum sind in unmittelbarer Nähe... Jetzt muss ich mir den Dialog nochmal anhören. So, achso, das Relikt muss ich auch reinbasteln, ne? Sonst bringt es ja natürlich nichts. Ah, ich hätte oben auf der Vindica das gleich mal verstärken. Obwohl, geht das schon, wenn ich die Questreihe noch nicht gemacht habe? Das weiß ich gar nicht. Beim Licht. Naja, jetzt machen wir den mal down. Beim Licht. Na komm, wir gehen jetzt mal hier in die Heilzone rein. Wird wahrscheinlich besser sein. Sind ja Rick schon wieder. Kam halt irgendwo da hinten rum. Danach musst du eh einmal in dieses komische Lager und dann haben wir die einen dicken Dudes, die wir dann noch mitnehmen müssen. Hast du die 10 Jahre Monolog quasi. Da haben wir ihn weggenudelt. Na, schau, er hat gerade die Quest abgekriegt. Er wurde nämlich zu mir dann reingefaced und ich habe den ja eh schon runtergehauen und hat dann direkt abgeben können. Ideal, jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stand. Ideal. So. Hier, einmal wählen. Also den Strang mache ich noch, das ist hier diesen Quatschen, da müssen wir hier runtergehen, die drei Bosse umnatzen und dann hier oben den Boss, ne, und ein paar Käfige aufmachen und das war's dann. Dann sind wir, glaube ich, auch bei der Stunde relativ gut. Dann werde ich die nächsten Steps dann nächste Woche machen. Oder, ja, ich bin jetzt auch schon recht müde. Ich muss ja meinen Schlafrhythmus nicht wieder so ganz krass auseinanderhauen, ne. Wählen. Müssen wir mal gucken, wie lange das Gul'dan-Dings noch geht, ne? Jetzt waren wir die Woche, ich glaube, 15. oder 16. Woche. Also wir sind jetzt da schon echt eine Weile dran, ne? Die meisten sind ja schon durch, aber es geht dann immer und immer weiter, ne? Also ich wollte halt maximal 20 Runs machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es dann genau angehen werden. Solange das Interesse dann auch von den Leuten da ist, ne? Aber irgendwann wollte ich halt auch mal Toss basteln, ne? Wobei ich nicht gleichzeitig Toss und Dingster progressen wollte.
Und hier Antorus, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ist das da, wo ich mich heute geschnitten habe beim Rasenmähen? Also nicht vom Rasenmäher, sondern weil ich durch die Sträucher bin. Richtig, richtig einmal, wie ob ich mit dem Messer drüber gefahren wäre. Das wird richtig dick hier langsam. Keine Ahnung. Muss ja immer unter alle möglichen Sträuchern und Büschen durch quasi. Irgendwie hat mich das krass aufgeritzt. Weißt du, ich hätte gerne wie in Diablo, da gibt's so ein Dialoge-Skip-Ding. Also Diablo 3 habe ich halt auch mal eine Weile recht aktiv gespielt. So, ich muss den anquatschen. Und da hattest du halt auch so Dialogzeug und da hast du mit der Enter-Taste oder mit der Leertaste halt einfach die ganze Zeit durchgedrückt und hast die ganzen Dialoge alle überspringen können. Das war halt sehr angenehm. Das war sehr, sehr angenehm. Schade, dass das hier nicht gibt, weil so ein Zeug, was du halt schon 20 Mal gehört hast, oder besser mal über 20 Mal, ist dann halt irgendwann einfach nur nervig. Sie beenden unseren. Na komm, nimm mal ein bisschen die Füße in die Hand. Alle Hoffnungen. Na komm, gib deine Quest her. Weil ich weiß doch, dass du sie hast. Weißt du genau, was ich machen muss? Drei Grubenlords töten und... Warte, habe ich beide jetzt angenommen? Ja, doch. Und ein paar Sklaven rauslassen. Haben wir alle auch schon x-mal gemacht, diese Quest. Ich glaube, diese Argus-Quest-Dinger, ich kann ja wirklich den Shit auswendig, ne? Einfach zu oft gemacht, diesen Gammel-Shit hier. Und jetzt müssen wir natürlich diese Mobs da töten. Macht er denn hier? Die ganzen Mobs brauchen wir nicht, wir müssen nur die Bosse umbratzen. Das war's, mehr musst du halt echt nicht machen. Ich sollte echt mein Dings, Lone Wolf ist hier natürlich eher suboptimal. Ja gut, da sollte man vielleicht nicht drinstehen. Da sollte man nicht drinstehen am besten. So, warte mal, wir haben hier noch so ein extra Button, wo wir quasi ein paar Dudes rufen können, die da noch mit draufhauen, ne? Das ist ganz praktisch. Gut, holen wir da nochmal so ein paar Typen raus. Oh, der ist noch gar nicht tot. So. Ja, fand ich halt bei Diablo ganz cool, dass du halt das skippen konntest. Ist aber hier vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, umsetzbar. Oh, da hat der Dings-Shot die einfach mal umgenutzt. So, komm, ich mach hier derweil die ganzen Teile auf. So, den hier noch. Wir haben jetzt eh schon relativ viele. Dann tun wir unsere Dudes hier wieder draufschicken. Die regeln das dann schon für uns. Weil die machen halt irgendwie kaum Damage, ne? Also da, wo läuft denn der hin? Achso, das ist der Typ, den ich gerettet habe. Okay, das sind nicht die Dudes, die ich gerade beschworen habe. Wollte gerade sagen. Wollte mich gerade schon drüber aufregen, dass mein Typ irgendwo anders hinrennt. So, einen brauchen wir noch und vier Sklaven müssen wir noch befreien. Und dann kommen wir, glaube ich, auch relativ gut mit der Stunde hin, ne? Also, das müsste eigentlich passen. So, schauen wir mal, ob ich die einfach so aufmachen kann. Easy. Eigentlich ist es am besten, wenn einer durchreitet und der andere einfach die Typen aufmacht, weil du kannst sie eh outrangen.
Weißt du was, ich mach totstellen. Ich mach einfach alle Dudes auf derweil, während er hier am Dingsen ist. So, jetzt müssten wir alle haben. Jetzt brauchen wir dann bloß noch den Boss oben und dann können wir sie jetzt schon alle abgeben und die Quests. Ich merke schon, dass ich wieder ein bisschen heiser werde, ne? Das ist wieder kein gutes Zeichen, vor allem morgen muss ich auch ein bisschen reden, ne, im Raid dann. Vor allem, wenn wieder die berühmte Coven-Erklärung kommt, wer wo ist. What? Ich bin da rausgelaufen. Voll der Shit. Na gut, dann... Dann halt nicht, okay. Ist gut. Sollte vielleicht öfter meinen Rückzug auch benutzen, ne? Wäre vielleicht was, wenn man den als Hunter schon hat. Ach komm, muss er den ganzen Shit immer auf mich casten? What the fuck? Der Kreisel ist halt hier und ich krieg da den Damage. Ich glaube, ich muss echt mit Rückzug ganz weit wegspringen. So. Dann haben wir da oben noch den Boss. Halt, warte mal, wir nehmen das Mount, standesgemäß. Ja, die Dings, Transmog sieht natürlich schon geil aus. So, Dollar, dann... Auf geht's. Ich glaube, ich sollte diese Teile nicht immer spät abends aufnehmen, weil ihr seht das ja, wenn es nicht mehr spät abend ist und dann wirklich jedes Mal komplett durch, ne? Das ist halt, weiß ich nicht, eher suboptimal. Ich glaube, ich sollte das eher als erstes aufnehmen, aber jetzt mit dem Cellrun ist das heute mir ein bisschen dazwischen gekommen. Vor allem, die hat ja auch verdammt lang gedauert, ne? Muss man ja auch dazu sagen. War jetzt eigentlich nicht geplant, dass das so lang geht. Ah, okay, den Dings instant zu zünden macht natürlich keinen Sinn. Das macht natürlich wenig Sinn dann. Nee, komm, da bleibe ich jetzt stehen. Da move ich jetzt nicht. Tut er mich, glaube ich, eh gleich einmal CC'en. Oder? Bei 40%, ja. Deswegen habe ich nochmal den Schuss hier rausgedrückt. Weil es eh irgendwie kommt ins Ewigkeitsdialog. Naja, naja. Und dann kommt hier zur Rettung Aleria. Eigentlich ist es unlogisch, dass man den Part mit Dings nochmal durchspielen muss mit dem Void Elfen. Weil man hat ja Aleria schon getroffen, weißt du? Und die ganze Story von den Void-Elfen passiert ja eigentlich nachdem das passiert. Also eigentlich macht es gar keinen Sinn, das hier nochmal durchzuspielen. Eigentlich sollten Void-Elf das von Haus aus schon mal freigespielt haben. Also wäre lore-technisch eigentlich sinnvoll. Aber gut geschenkt. Ist geschenkt. Na gut, gib mir mal einen Port. Ach, hast du den Ding gekriegt, na, GZ? Zu der Schwinge. So, jetzt machen wir die Quest hier noch und dann werden wir aber für heute erstmal einen Cut machen. Ich habe mir zwar überlegt, ob ich um 3 nochmal die Kisten hole, aber ich weiß es nicht. Das ist mir dann auch zu spät. Hab mir mal vorgenommen, dass ich mal es schaffe, in der Woche nicht komplett abzufacken, ne? Ah ja, jetzt haben wir diesen Käse, wo du mit den ganzen Dudes sprechen musst, ne? Aber dann kann ich gleich mal einen Ruhestein auch annehmen. Tipp, immer wenn ihr einen Ruhestein annimmt, in die Richtung schauen, wo ihr dann immer lauft, weil ihr, wenn ihr den Ruhestein angenommen habt, spawnt ihr jedes Mal so, wie ihr standet, ne? Wissen viele gar nicht. Immer am besten auf Max Range von dem Typen gehen. Also da, wo ihr hinlaufen wollt und euch immer so drehen, weil sonst müsst ihr euch jedes Mal, wenn ihr den Ruhestein wieder nehmt, wieder quasi umdrehen. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Wissen viele nicht. Habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass es so ist. Also klar, da hätte ich jetzt noch mich noch besser hinstellen können, aber ja, so wichtig ist es jetzt auch nicht.
Also wenn ihr mit einem Main-Chart zum Beispiel lang immer den Ruhestein an einem bestimmten Fleck habt, dann kann man das so ein bisschen optimieren. Patrick, nichts für ungut, aber deine Fragen sind irgendwie immer ein bisschen undurchsichtig für mich. Gut, okay. Geben wir das ab, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich eh wieder runter. Genau, mit Tyrannen treffen. Das werden wir aber das nächste Mal machen. Ich werde mich jetzt an der Stelle verabschieden. Wir haben jetzt den Char einmal auf 110 quasi gespielt, haben unser schickes Transmog bekommen und ja, jetzt machen wir hier erstmal, ne, ich will jetzt hier nicht mehr den Sound von euch haben. Ja, sind wir für heute erstmal am Ende. Ich werde den aber noch ein bisschen weiterspielen und zwar möchte ich den einmal komplett bis zu dem Punkt spielen, wo er die Ordenshalle perfekt ausgebaut hat, also sprich hier die Glasquest, die hier auf Argus und dann natürlich nochmal den extra Anhänger und dieses Zeug, das will ich noch fertig spielen, deswegen werden da noch ein paar Folgen kommen, aber zumindest auf 110 haben wir den Dude schon mal und sind jetzt schon mal so weit, wie ich kommen wollte. Nein, die labern halt immer noch. Gut, dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.